The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Der Anfang des Endes. So spricht Gott der Herr. Siehe, es kommt ein Unglück über das andere. Das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Furchtbar ist die Entscheidung, vor der die Welt gestellt werden soll. Die Mächte der Erde, die sich miteinander verbünden, um gegen die Gebote Gottes Krieg zu führen, werden befehlen, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich durch das Halten des falschen Sabbats an die Gebräuche der Kirche anpassen sollen. Alle, die sich weigern, sich zu fügen, werden durch den Staat mit Strafen heimgesucht. Schließlich wird erklärt, dass sie den Tod verdienten. Andererseits verlangt das Gesetz Gottes, dass das Halten des Ruhetages des Schöpfers gebietet Gehorsam und droht allen Übertretern seiner Verordnungen den Zorn Gottes an. Nachdem klargemacht wurde, worum es in dem Streit geht, wird jeder, der das Gesetz Gottes mit Füßen tritt, um einem menschlichen Erlass zu gehorchen, das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Er akzeptiert das Zeichen, das Treue einer Macht gegenüber bedeutet, der er gehorchen will, statt Gott zu folgen. Der Sabbat wird der große Prüfstein der Treue sein, denn er ist der besonders umstrittene Wahrheitspunkt. Wenn die letzte Prüfung an die Menschen herangetragen wird, wird zwischen denen, die Gott dienen, und den anderen, die es nicht tun, die Trennungslinie gezogen werden. Während das Halten des falschen Sabbats in Übereinstimmung mit dem Staatsgesetz, aber im Gegensatz zum vierten Gebot Treue einer gegen Gott opponierenden Macht gegenüber bedeutet, ist das Halten des wahren Sabbats im Gehorsam gegen Gottes Gesetz ein Beweis der Treue dem Schöpfer gegenüber. Während eine Gruppe dadurch, dass sie das Zeichen der Unterordnung unter irdische Mächte, das Mahlzeichen des Tieres annimmt, entscheidet sich die andere für das Zeichen der Unterwerfung unter die Autorität Gottes und empfängt sein Siegel. Bisher sind Menschen, die die Wahrheit der dritten Engelsbotschaft verkündeten, häufig als bloße Angstmacher abgetan worden. Wenn aber die Frage der Durchsetzung der Sonntagsfeier weit herum aufgeworfen wird, sieht man das so lange angezweifelte und mit Unglauben belegte Ereignis herannahen. Und die dritte Botschaft wird eine Wirkung hervorrufen, die sie vorher nicht hätte haben können. Are you ready?